Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich war heute Morgen schon in Hersfeld. Ich habe ein paar Wege erledigt, bin auch fündig geworden. Das heißt, ich habe hier ein paar Sachen vor mir liegen, die will ich euch dann gleich auch noch zeigen. Aber erstmal, ich bin heute Morgen in der Stadt erkannt worden. Hallo Katrin, falls du das siehst, liebe Grüße. Das ist noch was ganz Besonderes, wenn man angesprochen wird. Also, wenn ihr mich seht oder auch wenn ihr Tanja seht, weil Katrin kennt nämlich uns beide. Aber ich glaube, man kann Tanja und mich nicht mehr wirklich trennen, so viel wie wir zusammen machen. Also könnt ihr uns natürlich gerne ansprechen. Ich habe dann natürlich auch gleich Tanja Bescheid gegeben und sie war auch sofort Feuer und Flamme. Also, sprecht uns ruhig an, wenn ihr uns seht. Wir beusen nicht. Ich habe zum einen ein Asterix-Comic-Heft gekauft. Eine Freundin von mir, die liebt nämlich Asterix-Comic-Hefte. Und die liegt gerade im Krankenhaus und die möchte ich morgen besuchen. Also habe ich mir gedacht, bringe ich ihr einfach den neuesten Comicband mit. Ist irgendwie besser wie nur Schnuggelsachen oder so. Ich habe hier drinnen noch die Anmeldung fürs Testzentrum liegen, weil man braucht ja einen gültigen Koronski-Test, wenn man ins Krankenhaus zum Besuch geht. Ja, also da habe ich hier einmal das Comic-Heft bekommen. Und dann war ich noch im Teddy und habe so ein bisschen Dekoration für Weihnachten gekauft. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht die größte Dekorateuse oder wie man das nennen mag. Also ich bin eigentlich ein Verfechter für einmal hinstellen und dann bleibt das jahrelang so. Ich brauche nichts wegräumen, ich habe keine Arbeit damit, ich muss mir keine Gedanken machen, ich weiß, wie ich sauber machen soll. Also ich bin eigentlich wirklich, habe ich mit Deko gar nichts am Hut. Finde aber, dass wenn man Fotos macht oder so wie bei mir im Videohintergrund und so, wenn da so ein paar weihnachtliche, winterliche, festliche, also so ein paar schöne Dekorationen mit im Bild sind, das finde ich schon toll. Also ja, war ich mal im Teddy auf Suche und bin fündig geworden. Ich hatte da schon so eine Sache im Kopf. Also ich wollte keinen festen Adventskranz oder so haben, sondern einzelne Sachen, die ich halt unterschiedlich kombinieren kann, die man halt auch mal so ins Foto legen kann oder die man zu einem großen Arrangement zusammenbauen kann, wie auch immer. Was heißt großes Arrangement? So groß ist es auch nicht. Da habe ich zum einen hier einmal so ein, guck mal hier, hey, da seid ihr. So ein kleines Tablett gekauft. Was hat das gekostet? 3 €. Aber ich finde, das kann man halt auch noch das ganze Jahr übernehmen. Das sieht so ein bisschen orientalisch auch aus. Also da kann man verschiedene Deko reinmachen. Und was ich da nun genau reinstelle, aber ich habe halt, weiß ich noch nicht, aber ich habe halt alles in fast einer Farbe gehalten. Also so kremmelbunt wollte ich das dann da nicht haben, sondern eher zeitlos. Dann habe ich hier noch so eine goldene Kerze, die kann ich hier reinmachen und habe dann noch dazu gekauft, hier einmal solche kleinen Kügelchen und die einen hier, also das sind beides so Goldtöne, aber hier das geht so in diesen Roségold und eher der hier so mehr in dieses Grüngoldene. Also das sind zwei unterschiedliche Farbtöne und hier sind zum Beispiel auch mal glatte und so welche mit Glitzer dabei. Und die kann man ja dann hier so schön drinne drapieren. Das finde ich immer schön. Die kann man auch so überall mal so ein bisschen reinmachen und auch noch hier Tannenzapfen. Ich hole mal raus. Mit so ein bisschen Gold. Die haben auch Aufhänger dran, aber einen Weihnachtsbaum habe ich nicht, möchte ich nicht, wollen wir nicht. Also ja, gibt es bei uns nicht. Die kann man aber auch halt so schön einfach dann mit hier reinlegen und dekorieren. Dann habe ich hier für dieses ganze Ding 3 € bezahlt. Sind da eigentlich noch Aufhänger? Ja, hier unten sind auch noch die Aufhänger mit drin. Genau, das habe ich. Dann gab es noch ein paar Zimtstangen. Und hier noch was zum Danebenstellen.
so einen goldglitzernden Tannenzapfen. Ja, genau. Kann man auch dahinter arrangieren. Also man muss zum Beispiel auch die Kerze hier nicht reinstellen oder so. Man kann die Kerze hier weglassen, das dahinter stellen. Oh, hier glitzert alles. Das muss ich nachher dann aber erstmal wegmachen. Ich will nämlich nachher noch Stoff zuschneiden. Ja, und ich habe nämlich auch noch hier so ein Metalltablett, so ein goldenes, gedengeltes, also mit so Dellen drinne. Ich glaube, das bringt die Kamera ganz gut rüber. Also dann habe ich hier diese zwei Tabletts und hier kann man dann nämlich auch, könnte man die Kerze so draufstellen oder dieses Goldene hier und dann hier halt so Sachen einfach nur drauflegen und kann dann halt mit diesen unterschiedliche Szenarien, Arrangements machen. Auf jeden Fall habe ich dann noch hier solche goldenen Eicheln. Hol die mal raus, die sind unecht. Also das sind keine echten, die gold angemalt worden sind, sondern das ist Styropor. Und das ist dann hier so gold angesprüht. Genau, das habe ich noch. Dann noch grüne, etwas größere Kugeln. Also ich finde, das passt dann wirklich gut zusammen. Und auch die haben hier so verschiedene Strukturen drauf. Kann man dann halt auch noch hier mit drauflegen. Und dann noch, oh, es gibt sogar ein bisschen Bling Bling, habe ich hier, ich mache es mal aus erstmal. Das ist so ein Glas-Tannenbaum in diesem Grünton. Hier unten ist noch Gold dran und da ist dann halt noch so eine Lichterkette mit drinne. Das heißt, das leuchtet dann noch so. Und noch hier Grasbälle, die haben auch diesen leicht grünen Ton. Also ich bin komplett in Grün-Gold geblieben, was das hier angeht. Und halt noch durch die Zimtstangen und hier die Tannenzapfen ein bisschen braun, aber dann halt so wirklich nur noch diese Naturtöne mit drinne. Also dezent, aber ich finde wirklich schön festlich. Dann habe ich aber noch ein bisschen was Bunteres gekauft. Guck mal hier, so eine Leiter. Mann, ich muss mal ein Stückchen weggehen, weil die hat schon eine entsprechende Größe. Und auch hier diesen Wichtel. Und der hat hier dieses, so, das ist doch dieser typische Weihnachts-Schneepulli hier, dieses Muster, so norwegisches Muster. Und ich finde, das passt so richtig schön hierzu. Ich möchte das dann gerne hier hinstellen. Ja, ich werde die dann hier abmachen und das hier dann so arrangieren. Das heißt, wenn man mich dann hier so in dem Ausschnitt sieht, dass dann halt quasi das hier hinter mir weihnachtlich dekoriert ist. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, mache ich das auch weg und mache da auch irgendwas rein? Wenn man damit einmal anfängt, ist irgendwie ein Fass ohne Boden. Dann habe ich im Teddy noch eine Freundin getroffen. Wir haben natürlich auch noch geschnuddelt. Und dann, der Teddy ist in der Nähe bei uns vom City-Kaufhaus. Und im City-Kaufhaus ist das Parkhaus. Und wenn ihr meinen vorletzten Vlog gesehen habt, da bin ich ja auf so einer Brautmodenschau gewesen. Also ich durfte ja Brautkleider anziehen. Und das war bei uns in Hersfeld im City-Kaufhaus. Also in dieser, es ist keine Mall. Es sind ein paar Geschäfte auf zwei Etagen. Ne? Also wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist nichts Riesiges. Ja, aber ist halt vom Typ her wie so eine Mall, wo halt mehrere Geschäfte drin sind. Und da ist halt auch so ein Atrium, wo halt auch diese Modenschau war. Dann sind da noch manchmal andere Ausstellungen und so. Auf jeden Fall war da ein riesen Getöse und die haben gearbeitet. Und als wir dann zum Auto gegangen sind, haben wir dann gesehen, was sie da gebaut haben. Wahnsinn! Die haben in diesen Innenhof rein eine Schlittschuhbahn gemacht. Irre. Ich habe zwei Fotos gemacht. Ich blende euch die mal hier ein. Also die haben die erst aufgebaut. Da ist noch keiner Schlittschuh drauf gelaufen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, wie das ist. Ich glaube, das ist so Kunst,
so eine Kunstfläche. Also das ist kein Eis, was runtergekühlt wird oder so, sondern das ist halt irgendwie so eine Fläche, auf der halt die Schlittschuh dann gleiten. Ne? Und aber die Idee ist ja schon toll. Und es war auch nicht irgendwie schon, fertig dekoriert oder so. Also ich denke, da wird noch ein Tannenbaum hingestellt und mit Sicherheit noch so ein paar richtig schöne große Sachen, dass das dann so winterlich aussieht. Und als ich in der Stadt war, ist noch eine Stofflieferung hier angekommen. Die zeige ich euch natürlich auch noch. Dazu muss ich aber erstmal hier ein bisschen wegräumen und die Matte noch abputzen, die große. Weil hier ist lauter Glitzer. Wenn ich dann hier den Stoff drauflege, dann glitzert der Stoff. Im letzten Vlog, bin ich auch nach dieser großen Matte hier gefragt worden. Das ist eine DIN A0 Matte. Also die ist 90 cm mal 1,20 m. Und dann habe ich hier hinten noch meine DIN A1 Schneidematte drauf liegen. Die ist halt 60 mal 90 cm. Und so ist halt mein kompletter Esszimmertisch 1,80 m mal 90 cm. Auf dem kann ich schneiden. Der Link zu der Matte und auch zu der anderen Matte, der ist unten auf meinem Storefront bei Amazon. Da habe ich die her. Also die findet ihr auf meinem Amazon Storefront da. Da sind die mit drauf. So, ihr seid jetzt auf dem Stativ auf der großen Kamera. Ich habe die kleine aber noch hier neben mir liegen, falls ich euch was von Nahem zeigen will. Da muss ich nicht die Kamera irgendwie abbauen. Weil es ist doch ein bisschen Wasserstoff hier. Das ist auch noch nicht alles. Das hier habe ich bei Dresovka bestellt und im Regal habe ich noch Sachen von Melanie, also von Tante Poppins. Und da will ich auch so ein bisschen was kombinieren. Und jetzt habe ich aber hier die ganzen Innenstoffe. Die muss ich jetzt erstmal kurz beiseite legen. Und dass man nach Innenstoff und Außenstoff hier sortieren. Das auch noch Innenstoff. So. Gut. Und das sind die Außenstoffe. Ich hole die Sachen von Melanie auch gleich mal. Gut. Also, ich habe einmal hier, oh, schaut doch mal, da kommt schon die nächste Lieferung. Dann sind noch Sachen vom Kurzwarenland gekommen. Ja, Kurzwarenland. Die kann ich euch aber noch nicht zeigen. Die sind für ein ganz spezielles Projekt, was wir zusammen machen. Wo war ich? Genau, also hier einmal diese tollen Füchse. Ich habe einfach genügend Stoff bestellt, von allem 2 m. Ich weiß noch nicht, ob das Boxy-Bags geben oder ob ich Taschen oder wie auch immer. Aber mit 2 m komme ich eigentlich ganz gut hin. Dazu habe ich den Innenstoff hier und das ist wieder so ein beschichteter, also so ein wasserabweisender Stoff. Das habe ich hierzu. Dann diesen Blauton mit Handtaschen und mit Schuhen. Das ist hier alles so rosa drauf. Dazu gibt es den Innenstoff hier, dieses. Ah, das ist rosa und dann glitzert das hier noch so. Ich weiß gar nicht. So, mich glaube ich, so sieht man das schlecht in der Kamera. Ne? Genau, so. Ich habe euch noch gleichzeitig mit auf dem Fernseher. Das heißt, da kann ich reinschauen. Wohl auf dem kleinen Display da sehe ich das sonst nicht. Gut, also ich halte das jetzt hoch. Das hier habe ich noch. Gleich wieder alles ordentlich zusammenbasteln. Dann habe ich hier so einen Handarbeitsstoff in diesem lila Ton mit Nadelkissen drauf und auch die Nadeln da drinne sind auch so glitzerig. Und dazu gibt es
Moment, das muss ich erstmal schauen. Ich glaube, der hier. Ist es der oder ist es der Stoff? Ich glaube, es ist der und das habe ich, ja, genau. Also, einmal die zwei in Kombination. Da glitzert es wieder und hier glitzert es auch. Halt in diesen schönen lila, dunkelrosa Tönen. Dann habe ich noch einen Handarbeitsstoff und ich sage euch, ich hätte so gerne Kunstleder in diesem Muster bestellt. Dresowka hat so tolles Kunstleder und 90% ist momentan ausverkauft. Die kommen an nichts dran. Die haben wirklich so tolle Muster. Man kann fast alles, was es als Stoff gibt, auch auf Kunstleder drucken lassen. Aber es gibt's nicht. Ja, sonst hätte ich da auch noch gerne was gehabt. Also hier sind solche Garnspulen, auch in diesem Petrol, Aprikot und Dunkelrosa. Und dazu gibt es dann diesen Innenstoff hier. Schaut mal, das sieht aus wie so eine Galaxie. Halte ich auch nochmal hoch. Jawohl. Wenn ich die dann als Nähsets habe, stelle ich euch die ja eh nochmal richtig genau vor. Aber wenn so eine Stofflieferung kommt, ich freue mich halt immer. Dann haben wir hier solche lilanen Hintergrund, goldene Mandalas drauf, aber auch noch hier so Regenbogenfarben. Und da habe ich auch nochmal richtig in den Farbeimer reingegriffen. Schaut euch mal den Innenstoff dazu an. Ja, so sieht man das ganz gut in der Kamera. Wahnsinn, oder hier auch diese lila Töne und auch noch hier dieses, oh, so wie ein Feuerwerk. Genial. Superhero. Habe ich hier eher so was Kindliches und auch mal für Jungs. Das sind halt so Batman-Masken, Superhero halt. Und dazu gibt's, da habt ihr mich das letzte Mal nachgefragt, von diesem Pixelstoff hatte ich ja schon mal was in grün. Und jetzt habe ich einen schwarz genommen. Da gibt es wirklich ganz viele Farben in diesem Pixelstoff. Und möchte ich hier zu. Oh, ich sehe gerade in der Kamera, ist das braun hier? Das ist nicht braun. Also jedenfalls hier auf meinem Bildschirm ist das jetzt braun. Aber das ist eher so ein grau-grün, dieser Ton hier. Und halt dazu dieser Pixelstoff. Oh, und dann. Mann. Schaut doch mal hier. Das sind lauter Katzen mit Winterpullovern und mit Schneekugeln in der Hand. Oh mein Gott, wie süß kann ein Stoff sein, oder? Und dazu gibt es hier diesen rosanen Zackenstreifen-Innenstoff dazu. Oh. Also den habe ich gesehen und wusste, den muss ich haben. Und das gibt es auch noch dann mit den Katzen drauf, wenn sie Wassermelonen und so essen oder mit Flipflops an. Also mehr so Beach. Aber wir haben ja jetzt die Winterzeit, also wollte ich hier diese Sachen also als Winterstoff haben. Und der Oberstoff ist jeweils immer 100% Baumwolle. Und ja, das ist halt dieser abwaschbare Stoff. Genau. Das ist die Stofflieferung. Und im letzten Vlog bin ich auch gefragt worden, wie ich das mit meinem Zuschnitt mache. Also wenn ich gerade viele Sachen zuschneide, nicht nur eine Boxy-Bag, sondern wenn ich wirklich 10 oder 20 zuschneide, wie das funktioniert. Und weil ich gerade was habe, was ich noch für Montag vorbereiten möchte, möchte ich das euch auch gerne zeigen. Ich finde, das ist auch eine super Idee. Und zwar, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwas sehen wollt oder so, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich kann dann quasi im nächsten Vlog immer direkt darauf eingehen. Und wenn da zum Beispiel jemand eine Frage reinstellt, wie in dem Fall jetzt hier, wie ist das, wie schneidest du auf einen Schlag 10 Sets? Wie schneidest du auf einen Schlag 10 Sets zu? Und euch gefällt die Frage, dann könnt ihr der auch einfach noch einen Daumen nach oben geben. Und dann schaue ich halt, welche Frage
die meisten Daumen nach oben hat oder was euch am meisten interessiert hat. Und dann kann ich das immer im nächsten Vlog gleich beantworten, weil in diesem Vlog-Format ist es halt so einfach oder einfacher als wie in diesen Tutorial-Videos, wo ich mir dann noch ein Konzept dazu aussuchen muss. Hier kann ich euch einfach so das dann zeigen. Also, wenn ihr irgendeine Frage habt, da unten reinschreiben, kann ich euch dann im nächsten Vlog gleich beantworten. Und dann haben halt auch noch mehr was davon, als wie wenn ich nur persönlich auf den Kommentar eingehe. Also ich habe mir jetzt erstmal den kompletten Tisch freigeräumt und auch drumherum Platz gemacht. Also die Stühle weggestellt, so dass ich einmal komplett um den Tisch drumherum laufen kann, weil ich kann wirklich nur mit rechts zuschneiden. Ich kann auch nicht so über Kreuz mit dem Rollschneider umgehen. Ich muss immer so zuschneiden. Ansonsten wird das schief bei mir. Ich habe nicht die richtige Kraft. Also ich mache es nicht gerne. Ich kann hier einmal um den Tisch drumherum laufen und kann das halt mir dann so einteilen. Ja, dann breite ich den Stoff aus und den falte ich einmal mittig. Also, Moment. Das sind jetzt 2 Meter hier. Hier ist der Stoffrand und am liebsten schneide ich zu, wenn der Stoff links auf links liegt. Also so, dass ich das Muster sehe. Also das hier sind quasi die 1,40 Meter Stoffbreite und so lege ich das der Länge nach hin. Hier ist mein Bruch und dann achte ich einmal darauf, dass keine Falten drin sind. Da der Stoff ja nun mit der rechten Seite nach oben liegt, kann ich, wenn ich ein Muster habe, welches irgendwie so Linien hat, mich einmal daran orientieren und kann sagen, okay, ich möchte gerne, dass das Ende von der Blume immer auf einer Höhe ist und mache mir dann den Anfang von meinem Stoff so. Und wenn ich nun kein Muster habe, was man schief anordnen kann, dann schneide ich nur den oberen Rand hier einmal mir gerade ab. Und dann achte ich auch darauf, dass hier die Kante von meinem Lineal hier auch bündig auf dem Bruch aufliegt, wenn ich nicht aufs Muster aufpassen muss. Wenn ich hier natürlich ein Muster habe, was so ein bisschen schief drauf gedruckt ist, dann kann es sein, dass das Lineal hier nicht gerade anliegt, sondern ich richte mich nach dem Muster. Nun ist meine Anfangskante gerade. Dann gehe ich auf die andere Seite vom Tisch, weil nun messe ich halt von hier mit meinen beiden Patchwork-Linealen das Maß ab, welches ich brauche. Ich kontrolliere jetzt nochmal, ob der Stoff wirklich die Breite hat, die ich brauche. Das hat man nämlich manchmal. Da steht da zwar drauf 1,40 Meter, aber dann ist ja nur 1,39 Meter oder so, oder das Muster. Und dann ist dann halt hier diese Webkante, die man sieht oder so. Und deswegen vergewissere ich mich da immer nochmal, wie viel ich habe. 76. Ich bin aber hier. Also 1,50 Meter habe ich sogar. Ja, gut. Dann messe ich mir nun das Maß ab, welches ich hier brauche. Also ich schneide zuerst immer eine lange Bahn ab. Also wenn ich hier so den geraden Strich hier von meinem Patchwork-Lineal, der liegt wirklich bündig hier an der Kante an. Und dann liegt mein eines Patchwork-Lineal hier bündig an dem langen an. Dann schiebe ich das kleine Patchwork-Lineal einmal hier an dem Lineal entlang und schaue, ob dieser Strich wirklich die ganze Zeit auf der Kante von meinem Stoff liegt. Wenn dem so ist, dann lege ich das kleine Lineal hier oben an, so dass das hier keine Kante gibt und weiterhin noch festhalten.
Und deswegen ist es jetzt halt auch so wichtig, dass der Rollschneider scharf ist, damit ich nicht so fest hier drauf drücken muss, sondern in einem Rutsch. Und dann gehe ich nach hier oben und zack. Und das lege ich mir nun erstmal ein Stück beiseite. Und so schneide ich mir die Stücke jetzt in einem von diesen ganzen 2 Metern ab. Hier unten lege ich mir meine Gewichte drauf, damit der Stoff sich nicht hier verziehen kann. Und das sind ja hier diese Türstopper, aber die sind so schön schwer, haben unten drunter das Gummi. Also ich finde die wirklich perfekt als Nähgewichte. Ich sammle übrigens immer noch Stoffreste und ich glaube, ich habe nur noch 2 oder 3 Leute auf der Liste stehen. Also, wenn ihr euch noch dafür interessiert, auch noch ein paar Stoffreste zu bekommen, schreibt mich einfach per E-Mail an. Dann setze ich euch mit auf die Liste. Die Abschnitte hier, da schneide ich mir nun erstmal hier den Rand ab. Aber jetzt muss ich kurz überlegen, 1,50, oh, das muss ganz genau sein. Das heißt, wenn ich weiß, also ich habe jetzt hier 1,50 m. Und wenn ich zum Beispiel nur 1,40 m brauche, dann schneide ich nun hier einmal drüber, dass der Rand ab ist und schneide mir dann immer die Stücke ab. Ich brauche aber hiervon genau die Meter, den 1,50 m. Das heißt, in dem Fall lege ich mir das nun einzeln, weil wenn ich das nun doppelt lege, dann kann es sein, dass mir das nicht genau reicht. Dann fehlt mir zum Schluss beim letzten irgendwie 1 Zentimeter. Also seht ihr, ich schneide nun hier die Webkante ganz knappkantig ab und dann wollen wir mal schauen, ob das nun so stimmt. Und nun schneide ich halt hier meine Länge ab. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich die ganze Zeit richtig gemessen habe. Aha. Voilà. Und so habe ich nicht einen Zentimeter Verschnitt, sondern kann die kompletten Bahnen nutzen. Alles fertig zugeschnitten. Ich habe mir das hier nun fertig hingelegt. Flieseline habe ich noch nicht drauf gebügelt. Das mache ich dann morgen. Dann habe ich noch ein bisschen dekoriert. Sieht man hier im Hintergrund. Ist nicht viel. Ich zeige es euch mal. Das ist ja immer so ungefähr der Bildausschnitt beim Intro. Ich werde dann nur noch hier den Stickrahmen wegmachen. Den einen habe ich schon weggemacht. Das passt irgendwie nicht so. Vielleicht stelle ich die Leiter auch noch gerade hin. Das muss ich erstmal schauen, wie ich das nun mache. Und dann habe ich ja noch ein paar andere Sachen gehabt. Die Schale hatte ich schon. Hier habe ich einfach ein paar Kugeln und Tannenzapfen reingelegt. Dann habe ich hier das eine Tablett, auch mit Tannenzapfen, den kleinen Kugeln und hier der Kerze. Und habe dahinter diesen Leucht-Glas-Tannenbaum stehen. Dann habe ich hier drüben noch dieses andere Teil. Dann habe ich auch die kleinen Kügelchen reingemacht und hier diesen Glitzer. Tannenzapfen und dann habe ich hier unten noch mal so ein na diese Schale stehen und da habe ich auch noch die paar Kugeln reingemacht. Das heißt, ich habe alle aufgebraucht. Das muss aber nur reichen. Eine klitzekleinigkeit habe ich noch. Hier am Fenster habe ich noch ein altes Gurkenglas. Da habe ich hier so eine Borte drum gemacht und habe hier solche Schneeflocken, so Schneekristalle mit einem Glasmalstift drauf gemalt, eine Kerze rein, ein paar Kieselsteine rein, fertig. Und das hier, ja, das leuchtet sogar. Schaut mal hier. Oh, ja, das langt. Nun mache ich aber hier im Wohnzimmer die Lichter alle aus. Denn nun ist Feierabend. Ich bin gerade dabei, die ersten Weihnachtsvideos zu drehen. Ich meine, okay, morgen ist der 1. Dezember. Es wird ja auch langsam Zeit. Weihnachten ist nicht mehr lange hin. Und ich habe diesmal einige
Last-Minute-einfache Stoffreste-Geschenkideen für euch dabei. Seid also gespannt. Am Wochenende habe ich schon den ersten Teil von dem Vlog geschnitten und ja, da sind noch einige Minuten zusammengekommen. Deswegen beenden wir den jetzt auch. Nochmal ganz kurz zusammengefasst: Wenn ihr an Stoffresten interessiert seid, dann schreibt mir bitte eine E-Mail. Dann setze ich euch mit auf die Liste drauf. Und wenn ihr etwas von mir wissen wollt oder wenn ich euch was zeigen soll, dann schreibt das unten in die Kommentare. Und wenn jemand anders da den Kommentar schon geschrieben hat, einfach dem Kommentar einen Daumen nach oben geben, dann sehe ich das und dann kann ich das nämlich nächste Woche im Video beantworten. So, der Vlog ist lang genug geworden. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Habt weiterhin Spaß daran, kreativ zu sein. Und bis zum nächsten Mal.